Ich war traurig, weil ich mein Land und meine Heimat verlassen musste. Ich so sein, wie ich bin. Am Ende des Tages bist du der Mensch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich ein bisschen Zeit nehmen, euch in Ruhe über meinen Rückblick aus den letzten 5 Jahren zu erzählen. Habe ich alles erreicht, was ich mir erhofft habe? Oder gibt es die Momente, wo ich mir sage, das schaffe ich nicht mehr, das geht nicht so weiter. Das ganze Leben spielt gegen mich. So, lass uns mal anfangen. So, erstmal 2015. Ich war in der Zeit 18, ja, das ist schon richtig. Ich habe die Schule und das vietnamesische Abitur abgeschlossen und in diesen Sommerferien waren meine Mutter und meine Geschwister in Vietnam zum Urlaub machen. Ich wollte in diesem Zeitpunkt unbedingt also in die Uni gehen und gleichzeitig in das Studentenleben hineinschlüpfen. Und meine Mutter hat mir diese Fragen gestellt. Bist du dir sicher, dass du nach der Uni einen vernünftigen Job in Vietnam findest und deinen Lebensunterhalt selbst finanzieren kannst? Ich bin mir nicht so sicher. Mach doch mal einen Deutschkurs und dann finden wir bestimmt einen Weg, wie du nach Deutschland kommst. Okay, wir können mal versuchen. Das kann ich ja machen. Durch das vertiefende Gespräch mit meiner Mutter habe ich diese Entscheidung getroffen, an einem intensiven Deutschkurs, also erstmal Anfangskurs A1, also bei einem erfahrenen Lehrer teilzunehmen, der in meiner Stadt wohnt. Also ich komme aus Quảng Bình. Quảng Bình ist eine Provinz. Und die Stadt, wo ich geboren bin, ist Đồng Hới. Nach dem abgeschlossenen Kurs bei diesem Lehrer wollte ich andere höhere Stufe des Deutschkurses besuchen. So, aber leider bot er keine erweiterten Deutschkurse an. Meine Großeltern haben nicht so viel von mir erwartet, dass aus mir eine Person mit Sprachkompetenzen geworden wäre, da ich immer in der Schule schlechte Leistungen in Englisch erbracht habe. Das habe ich mir noch gemerkt. Meine Großeltern glaubten, dass der A1-Kurs schon ausreichen würde, ein problemloses Leben in Deutschland führen zu können. Zahlen, Buchstaben oder die Benennung der Gegenstände, wie sie auf Deutsch ausgesprochen werden, könnten mir in meinem ganzen Leben helfen. Aber man braucht doch mehr, oder? Des Erachtens meiner Großeltern würde ich in einem Nagelstudio oder in einem vietnamesischen Restaurant oder in einem Laden arbeiten, wo ich keine großartigen Sprachkenntnisse benötige. Sie halten die erweiterten Deutschkurse als überflüssig. Nach einer langen Auseinandersetzung mit meinen Großeltern haben die mir erlaubt, in Hanoi einen Sprachkurs zu besuchen und meinen Herzenstraum, also von der deutschen Sprache, zu verwirklichen. Wie toll ist das denn? Was für ein tolles Gefühl! In der Zeit im Goethe-Institut habe ich immer Unterricht bis also 12 Uhr und am Nachmittag hielt ich mich immer also in der Bibliothek bis 18 Uhr auf. Durch meinen Freundeskreis habe ich erfahren, dass man als Au-pair mit wenig finanzieller Investition nach Deutschland kommen kann und gleichzeitig einen Kulturaustausch in einem fremden Land erleben könnte. Am 31. August 2016 habe ich von der Deutschen Botschaft ein Visum für ein Jahr als Au-pair bekommen. Toll! Irgendwie ist das schön schwierig zu beschreiben, wie das Gefühl in mir war. Ich war traurig, weil ich mein Land und meine Heimat verlassen musste, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin sehr traurig, weil ich mich von meinen Großeltern verabschieden musste, die mich großgezogen haben. Naja. Andererseits bin ich auch glücklich, weil ich die Chance habe, in einem entwickelten Land leben zu dürfen und meinen neuen Lebensabschnitt hier beginnen zu dürfen. Das ist mir eine große Ehre.
Dank verschiedener Schicksale und Begegnungen habe ich eine wichtige Person meines Lebens kennengelernt, mit der ich meine ganzen Tiefen und Höhen teilen kann, mit der ich so sei, wie ich bin. Am Ende des Tages bist du der Mensch, zu dem ich nach Hause kommen möchte. Du bist der Mensch, dem ich erzählen möchte, wie mein Tag war. Du bist der Mensch, mit dem ich mein Glück, meine Trauer, meine Frustration und meine Erfolge teilen möchte. Um meinem Wunsch, mit Kindern zu arbeiten, näher zu kommen und mein Wissen im Bereich Erziehung zu erweitern, habe ich mich entschlossen, im August 2017 ein freiwilliges soziales Jahr im Kindergarten zu beginnen. Währenddessen habe ich einen C1-Kurs in einer Volkshochschule besucht. Irgendwie am Anfang 2018 habe ich die C1-Prüfung bestanden. Für meine Ausbildung muss ich das C1-Zertifikat bei der Schule vorlegen, um aufgenommen zu werden. Mein Berufswunsch, Erzieherin zu werden, hat sich in diesem Jahr gefestigt. So habe ich im August 2018 eine Ausbildung zur Sozialassistentin beim Evangelischen Fröbe-Seminar begonnen. Also, während meiner Ausbildung habe ich einige Tätigkeiten ausgeübt, die mir richtig Spaß gemacht haben. Also zum Beispiel wie Nachhilfelehrerin in Deutsch und Mathe oder Dolmetscherin. Ich habe viele Vietnamesen, die sich in meinem Wohnort aufhalten, bei der Sprachverständigung geholfen. Zum Beispiel beim Ausländerbehörde oder beim Arzttermin. Ja, war ich immer dabei. Also 2019 mit Freude und Begeisterung für Waldorfpädagogik habe ich ein Jahrespraktikum in einem Waldorf-Kindergarten gemacht. Ja, finde ich richtig interessant, ne? Ja, im Sommer 2019 waren meine Mutter, meine Geschwister und mein Schatzi und ich in Vietnam. Das war eine richtig schöne Zeit. Am Anfang 2020 habe ich meinen Führerschein in der Tasche und ein paar Monate später habe ich ein eigenes Auto. Ich habe auch mein Abitur in der Tasche und mich eine gute Abi-Note. Ja, bin ich richtig stolz darauf. Ja, und ich habe meine Ausbildung abgeschlossen als Sozialassistentin und ich bin nicht mehr Sozialassistentin, sondern dann bin ich halt jetzt eine Stufe höher. Ja, mein Wunsch in den nächsten paar Jahren ist, dass ich fertig mit meinem dualen Studium bin, dass ich halt einen Job habe und natürlich bin ich jetzt zufrieden mit was ich bisher erreicht habe, aber natürlich, ich habe noch ein paar Pläne und so weiter und das muss ich noch schaffen. Ich entscheide, ob ich halt eine erfolgreiche Person bin oder halt nicht. Deswegen ab jetzt oder im Moment gebe ich immer Mühe, lerne ich richtig viel und deswegen mache ich manchmal sehr wenige Videos für euch. Danke, dass ihr mein Video bis zum Ende angeschaut habt und ich wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß noch!